ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute habe ich wieder Übernachtbrötchen-Rezept für euch. Diesmal habe ich meine Brötchen mit Dinkelmehl vorbereitet und ein bisschen Käse darüber gegeben. Die sind richtig super, super lecker geworden und kommen dann auch gleich zu den Zutaten dazu. 500 Gramm Mehl. Ich habe diesmal Typ 550 genommen. 2 Esslöffel Öl. 1 Teelöffel Salz, 350 ml kaltes Wasser, einen halben Teelöffel Trockenhefe. Das ist alles, was wir brauchen. Ich werde jetzt alles in eine hohe Schüssel hineingeben und vermischen. Das Ganze wird einfach miteinander vermischt. Lange braucht ihr das nicht zu kneten. Ich werde das jetzt mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht in den Kühlschrank geben. Also ich habe heute Morgen den Teig aus dem Kühlschrank rausgeholt und eine Stunde im Zimmertemperatur noch mal gehen lassen. Und jetzt werde ich meine Brötchen daraus formen. Also das ist ein klebriger Teig, wundert euch nicht. Ich werde den Teig einfach so nach innen kneten. Ich habe meine Brötchen jetzt auf ein Backblech gegeben, welches ich mit Backpapier ausgelegt habe, und bestreue Mehl darüber. Ich werde das jetzt auf dem Backblech nochmal so ungefähr 15 Minuten gehen lassen. Ich werde meine Brötchen jetzt in der Mitte einschneiden und gebe in die Mitte, in diesen Schnitt, eine Scheibe Käse. Dann werden die Brötchen bei 230 Grad ungefähr 20 Minuten gebacken. Ich gebe dann in den Ofen noch ein ofenfestes Gefäß hinein mit Wasser. Ich liebe das, Sonntagsbrötchen zu backen und versuche dann immer verschiedene Rezepte auszuprobieren, aber die sind wirklich super, super lecker geworden. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage tschüss bis zum nächsten Video.